Mitte August, Potsdamer Landtag. Die AfD-Fraktion stellt ihren neuen Pressesprecher Jörg Dittus vor. Auf Rückfragen zur Personalie reagiert man wortkarg. Er bringt die entsprechenden Qualifikationen mit, davon sind wir überzeugt und mehr ist dazu nicht zu sagen. Dabei gäbe es mehr zu sagen. Dittus gilt als Teil der rechtsextremen identitären Bewegung. Aktiv war er etwa in Halle. Hier betrieben die Identitären bis 2019 ein Haus, in dem sich die Szene vernetzte. In Sachsen-Anhalt, beim Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit, ist Dittus kein Unbekannter. Dass jemand, der so ganz offen und ganz eindeutig dieser Szene zuzuordnen ist, als Pressesprecher fungiert, zeigt ja beides. Einerseits, dass die AfD sehr viel offener diesen Schulterschluss mit der Extremrechten vollzieht. Und gleichzeitig stehen Personen wie Dittus nicht nur für sich als Person, sondern für dieses Netzwerk, für die Ideen, für den Ausbau dieser Struktur. Die identitäre Bewegung, hier bei einer Aktion in Berlin 2016, vertritt eine rassistische Ideologie, nach der sich verschiedene Völker nicht mischen sollten. Dittus selbst nimmt diese Woche gegenüber dem RBB keine Stellung zu seinen Kontakten zu den Identitären. Brauchen Sie nicht filmen, gibt es keine Antwort. Ein Teil der Fraktionsspitze der AfD verteidigt ihren neuen Pressesprecher öffentlich. Dass die Identitären vom Verfassungsschutz beobachtet werden, macht dabei keinen Unterschied. Bei der identitären Bewegung haben wir uns sehr öffentlich und hier hinlänglich auch schon geäußert. Da teilen wir die Einschätzung des Verfassungsschutzes nicht. Eine Analyse einer Liste zur Fraktion zeigt, dass Dittus nicht der Einzige ist, der Beziehungen zur Identitären hat. Franz R., hier direkt neben Jörg Dittus in Halle, steht heute für die Fraktion etwa hinter der Kamera. Auch Franz Sebastian Dusatko arbeitet bei der Fraktion. Dusatko ist heute stellvertretender Vorsitzender der Jungen Alternative. 2016 war er in Berlin an der identitären Blockade der CDU-Zentrale beteiligt. Europa, Jugend. Am Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrum beobachtet man diese Szene seit vielen Jahren. Überraschend seien die Kontakte nicht. Die AfD-Fraktion versuche über die Jobs, Aktive aus der rechten Bewegung an sich zu binden. Wenn es diesen Leuten gelingt, diesen Mitarbeitern mit solcher Herkunft gelingt, ihre Mitarbeiterpositionen so zu benutzen, dass sie die politische Beeinflussung, die politische Einflussnahme, zum Beispiel auf junge Menschen, die sie früher in anderen Kreisen gemacht haben, jetzt über das Parlament vermitteln können oder mit Ressourcen, die der Steuerzahler hier zur Verfügung stellt, dann kann man jetzt natürlich auf einem ganz anderen Niveau arbeiten, das muss man schon sehen. Für politischen Einfluss könnte auf der vom RBB ausgewerteten Liste auch der Name Erik Lehnert sprechen. Lehnert ist Vorsitzender des Instituts für Staatspolitik. Der Verein aus Sachsen-Anhalt gilt heute als zentrale Anlaufstelle der sogenannten Neuen Rechten. Auch das Institut wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Als Mitarbeiter der AfD hat Lehnert bereits Stationen im Thüringer Landtag und im Bundestag gemacht. Wenn jemand als Geschäftsführer dieses Instituts eigentlich agiert, in die direkte Möglichkeit hat, auf politische Entscheidungen oder politische Ideen Einfluss zu nehmen, dann ist das Teil der Strategie, die sie seit Jahren propagieren, dass sie genau an diesen Punkten ankommen müssen, um ihre politischen Ziele umzusetzen. Zu den Anfragen des RBB haben sich die Fraktionsmitarbeiter nicht geäußert. In einer internen Mail an sie heißt es zur gemeinsamen Vorgehensweise nicht darauf antworten. Unterschrieben hat sie der neue Pressesprecher Jörg Dittus. Man kann leicht durcheinander kommen, wer einem da eigentlich Prospekte und Wegzehrung in die Hand drückt. Die Delmenhorster können sich jedenfalls nicht beklagen, dass sie keine Wahl hätten. Allein 11 Bewerberinnen und Bewerber gibt es für das Amt des Oberbürgermeisters. Kandidaten ohne Partei sind dabei und auch ein Komiker für die Partei. Andere meinen es allerdings ernst mit ihrer Bewerbung und wollen in Delmenhorst etwas ins Rollen bringen. Eine der Hauptaufgaben ist mit Sicherheit für eine neue Oberbürgermeisterin, dass wir es wieder schaffen, mit Rat und Verwaltung mehr an einem Strang zu ziehen. Denn ich erlebe nicht im Gespräch mit den Menschen, dass irgendjemand begeistert war von politischen Streitereien. Das ist einfach immer mehr eine Selbstbeschäftigung und wird auch so wahrgenommen. Und ich glaube, die Delmenhorster dürfen den Anspruch erheben, dass wir für sie da sind. Zoff hat es in den vergangenen 5 Jahren viel gegeben im Delmenhorster Rat, auch bei der AfD.
2016 wurde die Partei mit 7 Ratsmitgliedern drittstärkste Fraktion hinter SPD und CDU. Jetzt ist man nach Zerwürfnissen und Parteiausschlüssen nur noch zu dritt. Aber auch die AfD stellt einen Oberbürgermeisterkandidaten. Er ist Jude mit ukrainischen Wurzeln und sieht sich auch von Migranten unterstützt. Ich bin dafür, dass man sich mit den wichtigen Leuten spricht, zum Beispiel mit der Wirtschaft zusammensetzt, ein neues Konzept erarbeitet, wie man Investoren in diese Stadt bringt, wie man die Stadt Delmenhorst wieder reizvoller macht, lebenswerter für die Menschen. Stark ist die AfD in Stadtteilen mit einem hohen Ausländeranteil, wie dem Wollepark oder Düsternort. Dort hat sich rund ein Viertel der Wähler vor 5 Jahren für die AfD entschieden. Besonders unter Aramäern, Osteuropäern und Deutschrussen ist die Partei offenbar beliebt, wegen ihrer Islamkritik. Das haben wir natürlich bei Deutschrussen eher so, dass die auch aus einer Kultur kommen, wo der Anteil von Muslimen geringer ist. Und die AfD bietet da natürlich mit dieser Überbetonung des Deutschen, auch mit vermeintlichen deutschen Werten, eine kulturelle Identität an, an die sich Deutschrussen durchaus anpassen oder identifizieren können. Sozialverbände sagen, in einigen Stadtteilen fühlen sich die Bewohner von der Politik schlichtweg alleingelassen. Mit Müll, steigenden Mieten, schlechter Arbeit, fehlender Kinderbetreuung. Die meisten sagen, nein, für uns interessieren sich hier nicht wirklich viele. Bei uns ist es nicht so wichtig, was wir brauchen, weil es auch Themen sind, die nicht unbedingt in der Kommunalpolitik alleine gelöst werden können. Für uns ist es so, dass wir für diejenigen, die unsicher sind und nicht wissen, wen sie wählen wollen, oder diejenigen, die auch mal gefrustet sind, gibt es ja auch. Da müssen wir halt auch in Dialog treten. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Leute sich auf Augenhöhe auch mitgenommen fühlen. Und diese Nähe bewirkt auch, dass Menschen wissen, da bin ich vielleicht in guter Hand. Die SPD setzt übrigens auf eine Oberbürgermeisterkandidatin aus Hamburg, will frischen Wind für Delmenhorst, ohne Altlasten. Wer auch immer am Ende das Rennen macht, dass die AfD bei der Kommunalwahl erneut viele Stimmen bekommt, ist keineswegs ausgeschlossen.